Hallo meine lieben Leute, euer BlueX2 mal wieder am Start und willkommen zum finalen Part von Super Mario 3D World. Heute werden wir die Champions Roads bestreiten oder auf Deutsch der Weg der Champions. Doch zuvor werden wir noch ein Captain Toad Level lösen und wahrscheinlich ist das auch sehr schwer, aber mal gucken. Captain Toads feuriges Finale. Dann gucken wir mal, so schwer kann es doch eigentlich nicht sein, ne? Aber mal schauen. Okay, an dieser Stelle möchte ich mich natürlich an alle bedanken, die das Let's Play erfolgreich zugeguckt haben. Ich wollte mich an allen bedanken, die hier zugeguckt haben, an alle, die immer einen Daumen hoch gegeben haben und auch an alle Kommentarschreiber. Ganz besonderen Dank auch an Mira, die wirklich immer extrem krasse Kommentare geschrieben hat und auch viele Kommentare mit Tipps und Tricks, welche Sterne ich eben nicht eingesammelt habe. Und das hat mir auch durchaus sehr stark geholfen und das war zu früh. Ja, shit. Okay, gut. Ein bisschen schneller muss ich sein. Beziehungsweise das war zu spät. Ach Gott. Jawohl. So, da bin ich wieder. Und diesmal gehe ich sofort los, wenn die Plattform sichtbar ist. Genau. Das sollte reichen. Oh, aber das Zeitlimit war... Das war schon echt was streng. Aber, ja gut. Die Rätselbox war ja auch sehr hart. Von daher... Autsch! Habe ich natürlich sowas erwartet und diese Pflanze nervt. Vielleicht kann ich die töten. Ich hoffe, ich sterbe jetzt hier nicht. Doch, natürlich sterbe ich. Okay, also auch hier muss ich sehr schnell sein. Alles klar, okay. Gut, gut, gut. Was? Wo wurde ich jetzt hier getroffen? Ach je, wahrscheinlich von dem Feuer? Keine Ahnung. Na egal. So, ich bin hier schon mal auf Speed. Jawohl, das sollte eigentlich ganz gut sein. Dann kriege ich nämlich den Grünstein sofort, aber die Pflanze, die nervt. Die nervt unheimlich. So, das sollte so reichen, das sollte so reichen. Und dann schnell wieder zurück, Captain Toad. Jawohl, und jetzt, wo muss ich hin? Wo muss ich jetzt hin? Ja, die Plattform, die kann ich anpusten. Die Frage ist mir nur, was das bringt. Okay, dann komme ich hier weiter und... Ah, okay, gut, das passt. Bloß, wo komme ich denn jetzt weiter? Ach du heilige Scheiße. Okay, aber ich habe immerhin die drei Grünsterne im Blick und da oben ist ein Stempel. Der ist auch sehr wichtig. Ach so, ich muss hier hin. Ich muss hier hin und das war... Ja, das war wieder zu spät. Ach scheiße, okay. Okay, ich muss immer direkt los. Alles klar, jetzt weiß ich Bescheid. So, diesmal beeile ich mich. Diesmal bin ich ganz schnell, aber ich weiß nicht, wo... Da. Ja, nee, das ist mir zu knapp. Das war mir zu knapp. Nee, ich warte lieber nochmal ab. Nicht, dass ich wieder sterbe. Weil das Time Limit, das ist echt streng. So, Timeouten. Ein Timeout sollte ich allerdings nicht bekommen. So, ich hoffe es. 300 Sekunden und natürlich, ich mein Gelabere. Aktiviert die Plattform und ich sterbe. Und ich sterb daran. Natürlich. Oh Mann. Scheißdreck. Ja, ich glaube, ich werde jetzt gar nichts mehr sagen, weil sonst sterbe ich nochmal. Ach, Scheiße. Okay. Dafür konnte ich jetzt nichts. So, jetzt hat. Bleib um. Scheiße. Okay, jetzt runter. Ja, hallo. Ach, jetzt schon wieder. Ach komm. Ich glaube, ich darf hier echt nichts mehr sagen. Sonst sterbe ich nur noch mehr. Scheiße. Mann, das ist eigentlich gar nicht schwer, das Level. Mann, aber jetzt schon zweimal, weil ich, geredet habe. Na toll. So. Ich hoffe, ich habe es jetzt geschafft hier. So, ich habe jetzt nicht geredet, damit diese Plattform mich nicht tötet. Ach, du heilige Scheiße. So. Und wenn ich jetzt da durchs Loch springe, müsste ich die Pflanze eigentlich töten. Ich hoffe es. So, das Geld nehmen wir noch mit. Ja, das nehmen wir alles mit. Jawohl. Captain Toad will sich ja auch bereichern. So, und ich habe jetzt Angst, dass ich trotzdem sterbe. Okay, das wird schon gehen. Bitte Toad. Jawohl, okay. So, und nimm den Stern. Jawohl, war doch gar nicht so schwer. Jo. Bloß, wenn die Plattformen sich natürlich so aktivieren, dann ist das natürlich eine gewisse Schwierigkeit. Okay, gut. So, das war... So viel zum Aufwärmen. Ja, mit Captain Toad kann man sich ja eigentlich nicht wirklich aufwärmen. Aber egal. So, jetzt die Champions Road. Und das wird
Ja, mal schauen, wie es wird. Ne? Den Levelverlauf, den kenne ich, weil ich habe ja auch mal, ja, nicht in LP geguckt, aber beim letzten Part habe ich da mal reingeguckt und das Level habe ich sozusagen schon gesehen. Und von daher, mal gucken, wie lange ich brauche und, oh, Herzklopfen gibt's ja auch. Okay, der Weg der Champions. Na, bin ich doch mal gespannt. So, ich habe jetzt zwei Katzen und das, ja, das sollte gehen. Und wir spielen natürlich mit Mario. Jawohl, Mario darf hier ran. So, und ich habe mir auch Leben gefarmt und ich habe jetzt 95 mit so einem One-Up-Trick in 1-2. Und ich drücke mal Pause, obwohl ich jetzt das, denke ich mal, nicht beim ersten Versuch schaffe. Genau, und ja, auf Twitter habe ich eine Umfrage gemacht, wie oft ich wohl sterbe. Mal schauen, was da so gewotet wird. Und mal schauen, wie oft ich jetzt sterbe. Also man kann auf den Todescounter achten. Und das war schon mal extrem dumm. Ach, die kann man nur mit einer Stampfattacke töten, ne? Ja, super, das fängt doch schon mal sehr gut an. Ach, du heilige Scheiße. So. Okay, gut. Okay, so. Ah, mit dem Weitsprung, das geht eigentlich. So. Oh Gott. Okay. So. Okay, und ja, da ist der erste tot. Shit. Alles klar, und die Katze kriege ich nicht mehr zurück, ne? Nee. Ja, ich behalte die eine Katze in Reserve, die behalte ich, ne? Und der Toad hat nix. Nee. Nee, die haben alle nix. Mann! Okay, egal. So. Ach Gott. Ja, ich glaube, ich muss da auch gar nicht die unbedingt töten. Naja, wohl. Ich sollte sie töten. Ja. Ich bin klein, natürlich. Natürlich, okay. So, passt. So, auch als kleiner Mario kann ich das schaffen. Nicht wirklich, aber egal. Ja, da bin ich schon tot. Ja, das wird hier ein Rumgeschnibble. Das kann ich eigentlich schon fast versprechen. Und, oh nee. So, ich gehe nochmal raus. Ich gehe nochmal raus. Kriege ich jetzt meine Katze eigentlich wieder? Das kann gut sein, ne? Nö, ich kriege meine Katze nicht wieder. Okay, gut. Ja, dann wird das jetzt richtig lustig werden. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße, so. Und da klappt ein Weitsprung natürlich nicht. Okay, gut, ich wollte es zumindest mal probiert haben. Aber, ja. War mir irgendwie klar, dass das nicht funktioniert. So, aber hier. Hier. Und dann wird der Tod gestampft. Jawohl. Und dann Weitsprung, jawohl. So, jetzt kommt, man kommt ja so langsam rein in dieses Level. So, die Plattform bewegt sich da lang. Das heißt, man muss den so stampfen. Okay, perfekt, so. Geht doch alles easy, ne? Und, oh nein, Hammerbruder. Feuerbruder. Oh Gott. So, ich hasse diese Viecher. Aber ich ignoriere die einfach. Ich ignoriere die. So, kann ich hier so hochspringen? Jawohl, kann ich. Sehr gut. Sehr gut, so. Und, ah nein, die kommen noch. Die kommen doch noch. Okay. So, und hier? Kann ich? Ich weiß nicht, ob ich da rennen kann. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber ich bin... Ich will es eigentlich ausprobieren, aber ich traue mich nicht. So. Aber es geht auch so. Okay, das funktioniert sehr gut. Und, ah, jetzt kommt diese Scheiße. So, wie schaffe ich das? Also ich weiß, dass mit einer Stampfattacke das so ein bisschen verzögern kann. Aber, ja, mehr weiß ich jetzt aber nicht. So. Ach Gott. Ja, das wird jetzt hier Trial and Error so ein bisschen, ne? Mit einem Tanuki würde es gehen. Aber ich habe den ja nicht. So. Ich denke, ja. Ja, ich spring hinten hin. Ich spring hinten hin, ja. Und dann versuche ich irgendwie zu stampfen. Oh Gott. So. Ja, okay. Okay. Oh, das klappt sogar sehr gut. Okay, das klappt sogar sehr gut mit dem Stampfen. Okay, das wusste... Okay, das ist krass. Okay, das ist krass. Das ist krass. Okay, so. Dann können wir jetzt halt ja auch stampfen. Ne? Und, ja, in den Tod. Okay, die Toleranz ist doch nicht so hoch. Ach, shit. Scheiße! Scheiße! Natürlich, ja. Komme ich einmal super durch und dann natürlich nicht mehr. Natürlich. Was? Ich habe doch eine Stampfattacke ausgeführt auf den Typen. Ach nö, Scheißdreck. Ja, der erste Versuch hier war, glaube ich, der beste. Ach, ja, Gemini. So, komm her. So, ich stampf dich jetzt tot. Ich stampf dich tot. Komm her. Trau dich. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Und da kann man doch 100 pro drüber rennen. Ja. Aber naja, egal. So. Ich mach's lieber sicher. Ja, die Chucks, die rennen ja auch drüber eigentlich. So, rennen die jetzt in ihr Verderben? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, die warten jetzt da natürlich. Und, okay.
So, sterbt alle zusammen, jawohl. Sehr gut, perfekt, perfekt. Oh, das war sehr knapp. So. Oh, die Musik ist echt cool. Und der Chuck, ja, der muss auch noch dran. Der muss auch noch sterben, please. Danke, danke, danke. So. So, man kann hier 100 pro rüber rennen, aber man muss da schon ein bisschen Geschwindigkeit haben, ne? Ich kann es mir gut vorstellen. Okay, gut. So, was kommt jetzt? Ach so, jetzt kommt das wieder. Okay, gut, aber das sollten wir jetzt hinkriegen. Oh Gott, jawohl. So. Okay. Jawohl. Und... jawohl, jawohl. Einfach möglichst spät springen und dann die Stampfattacke ausführen. Scheiße! Ach, Herr Jemine. Ach, Herr Jemine. So kann man auch sterben, natürlich. Ach ja, die Tode. So, okay, da bin ich wieder an dieser Stelle. Und das geht ziemlich weit. Okay. Aber mit der Stampfattacke geht es eigentlich ganz gut. Es sollte eigentlich ganz gut gehen, ne? Okay, so. Ach, shit, schon wieder beim ersten Block. Mann, okay, gut. Ich glaube, ich springe jetzt sofort dann auf den Lilanen drauf und dann passt es hoffentlich. Ach, herrje. So, ich glaube, das ist die schwierigste Stelle in diesem Level. So, ach Gott, da bin ich wieder. An dieser Stelle. Ach Gott. So, ich würde sagen... ja, warum... ja, ich springe jetzt direkt auf Blau, dann hier drauf und dann solltest du gehen. So, dann komme ich zumindest ein Stück weiter. So. Okay. Ja. So, und jetzt mit der Stampfattacke. Jawohl, mit der Stampfattacke, jawohl. Aber wie jetzt? Wie jetzt? What the fuck? Da sitzt mir doch keine Stampfattacke. Da muss ich quasi direkt hoch und dann auf Blau gehen. Ach du heilige Scheiße. Das ist schwierig. Nein, ich wollte die Katze nicht nehmen. Ach Scheiße. Ach Gott. Das wollte ich nicht. Oh nee. Fuck. So, ich habe aus Versehen meine Katze mitgenommen. Beziehungsweise aktiviert. Das wollte ich nicht. Das ist echt blöd. So, im letzten Sprung. Okay. Wie soll das gehen? Mann! Ich muss ja direkt drauf, aber das muss ohne Stampfattacke gehen. Sonst habe ich ja gar keine Zeit mehr. Ja, aber ich hole mir auf jeden Fall eine Katze wieder. Die will ich schon haben. So, ich war jetzt in einem Pilzhaus und hab einen Tanuki! Jawohl! Mal schauen, ob der mir weiterhilft. Aber ich glaube... ja, ich glaube... doch, doch, der hilft sehr gut, aber... nein! Ich war zu voreilig. Scheiße, ich hätte wenigstens einmal die Stampfattacke machen müssen. Okay, aber mit Tanuki kommt man hier gut weiter, aber... ja, ich probiere es weiterhin ohne Tanuki. Ach Gott. So, ich muss, glaube ich, hier direkt auf Pink springen. Und dann komme ich weiter. Ah, das ist leichter gesagt als getan. Scheiße. Ich bin mir auch nicht sicher, ob da ein Weitsprung reicht. Ich glaube, dann knall ich da dagegen, ne? Ja, doch, 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 wahrscheinlich. Aber mal gucken, ja? Wir schaffen's. Wir schaffen's auch ohne Tanuki. Jawohl. Krieg ich doch hin. So. Hier direkt auf Pink springen! Ah, nicht so. Mann. Ach, scheiße. So, einfach rein. So. Nee, das funktioniert nicht, der Sprung. Ey, das ist kacke. Man muss da drauf und direkt einen Weitsprung machen, aber das funktioniert irgendwie nicht. Aber ich will mir eigentlich keinen Tanuki holen. Mit Tanuki geht das relativ easy, aber... ohne? Ist das... schon ziemlich unmöglich. Ach Gott, wir sehen uns gleich. Ach, stirb doch gleich, Mario, natürlich. Selbstverständlich. So. Komm. Vielleicht geht das ja doch so. Ja. Eventuell reicht da die Zeit, um da auch nochmal eine Stampfattacke zu machen. Weil ansonsten sehe ich eigentlich keinen Weg, wie man das ohne Power-Ups, ohne Tanuki, hinkriegen soll. Ach Gott. Zur Not hole ich mir tatsächlich einen, aber ich will mir keinen holen. Nee. Ach komm, ey, das geht. Ich muss es nur perfekt timen. Das geht aber.
Und dann haben wir diese Horrorstelle geschafft. Ich glaube, das ist echt die schwerste Stelle im gesamten Level. Mal gucken. So. Ja, 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 das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay. Okay, durchatmen und... Oh nee, okay. Ich sehe schon zwei Blöcke hintereinander. Rot. Ach du heilige Scheiße, so. Aber da können wir ja einzeln stampfen, ne? Wobei, das wird... Nee, das muss genauso getimt werden. Oder einfach schnell durch. Mal schauen, mal schauen. So. Hopp. Hopp. Nein! Ich glaube, da kann ich... Kann ich da schnell durch? Ich weiß nicht. Nee, einmal muss ich stampfen. Ach, scheiße. Ah ja, jetzt habe ich's raus und jetzt komme ich da auch immer vorbei an dieser Stelle. Wenn man es einmal geschafft hat, dann schafft man es eigentlich immer. Normalerweise. So, ja. Wenn man es einmal geschafft hat, schafft man es wirklich immer wieder. Und ich glaube, dasselbe muss ich... Muss ich jetzt da oben eigentlich machen, ne? Ja, ich glaube schon. Okay, gut. So. 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 Okay. Nein, und warum geht das jetzt nicht? Ich muss da hochspringen und dann da drauf springen. Okay, das sollte doch eigentlich machbar sein. Okay, geht doch, komm. Jetzt einfach hier schnell durch, schnell durch. Schnell durch. So, Sprung. Sprung. Okay. Wieder runter. Nee, wieder runter, wieder runter, wieder runter, wieder runter. Das war falsch. So. Sprung. So. Hoch. Und dann hier warten und dann... Wie vorher! Warum klappt das jetzt nicht? Aber ich bin kurz davor, es zu schaffen. Aber da hinten sind nochmal zwei von denen. Ach, du leck mich doch am Arsch. Okay, ganz am Ende, ganz am Ende. Sonst klappt das nicht. So, jetzt ganz am Ende, komm. Nein, warum geht das jetzt nicht hier? Das ist... Oh, ist das scheiße. So, hier klappt es doch sehr gut. Hier klappt es doch sehr gut. Warum hier nicht? Was ist da das Problem? Okay. Okay. Ja, toll. Scheiße, das hätte in einem Zug sein müssen. Und da war der erste Grünstern. Bedeutet, dass ich habe erst ein Drittel dann geschafft. Na gut, aber ich denke, das mit den Plattformen ist wirklich das Schwerste hier. Ich glaube. Ich glaube. Ach komm, was leckt mich doch dieses blöde Level hier. Vielleicht muss ich auch hier einfach so drüber. Ne, die Zeit, die reicht ja eventuell, um zu springen. Aber ich glaube... Ja doch, ich kann einen Block überspringen vielleicht sogar. Das probiere ich jetzt mal. Ach Gott, das wird lustig. So. Okay. Oh ja. Oh ja. Nein, mach keinen. Nein. Okay, okay, okay. Ich springe einfach so weiter und dann am Ende eine Stampfattacke. So, dann hammer's. Dann hammer's. Ach je. So, jetzt einfach schnell durch dann. So. So. Nee, das geht nicht. Das geht nicht! Ach komm. Ey, diese Stelle fuckt mich ab. Aber ich will keinen Tanuki holen. Den will ich nicht nutzen. So, okay. Okay, nein! 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 Aber das geht so. Das geht so, glaube ich. Einfach mit Geschwindigkeit da durch. Mann, okay, okay, okay. Aber... Ah. Ah, ich hoffe, danach kommt nicht mehr so viel Schweres. Aber ich glaube wirklich, dass das hier der schwerste Teil ist da. Ja, natürlich. Ach, leck mich. Ach komm, nee, das funktioniert so nicht. Aber es muss eigentlich... Doch, das sollte eigentlich schon so gehen. Es hat auch wieder so knapp getimt. Ich hätte das in einem Stream spielen sollen. Ja. Einfach kurze Sprünge. Vier kurze Sprünge. Ja, fast.
Fast. Fast, 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 fast. Das geht doch, das geht doch. So. Mann. Fuck this shit. So knapp, Mann. So knapp, aber ich geb nicht auf. Ich geb nicht auf. Das krieg ich hin. Auch wenn es mich alle Leben kostet. Was will der jetzt wieder an dieser Stelle? Mann, ey. The fuck, Alter. Warum kann der keinen Walljump da machen? Verfickte Scheiße. Mann. Oh, ja, 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 fuck this shit. Boah, ich hab den ersten Stern. Okay, oh mein Gott, endlich noch so viel Leben. Ne, ohne Tanuki bin ich hierher gekommen. Ja, darauf bin ich jetzt schon stolz. Und ja, jetzt habe ich ein Drittel des Levels geschafft, aber ich glaube, das war das Schwierigste. Ich hoffe es. Okay, ja, dann legen wir los. Und mal schauen, was jetzt noch alles kommt. Kamex, okay. Oh mein Gott. So, die sollten eigentlich kein großes Problem darstellen. Oh mein Gott. Ah, okay, die Plattformen kommen wieder zurück. Sehr gut. Und endlich darf ich wieder kommentieren, lol. Okay, okay, wo ist die Box? Hier, hier, hier. Okay, weiter geht's. So. Scheiße. Da kann ich ja gleich alles ohne Power-Up machen, ne? So. Nee, ich bin doch nicht wahnsinnig, oder? Oh Gott. So. So. Und, ah, shit. Okay, okay. Okay, okay. Ja, okay. Ich hätte die Katze nehmen sollen. Aber jetzt komme ich, denke ich, mal immer wieder hierher. Denke ich. Zumindest schneller als vorher. So, da bin ich wieder. Oh mein Gott. Also es ist tatsächlich jetzt einfacher. Okay. So. Da unten ist eine Pflanze. Oh, soll ich die nehmen? Ach, scheiße! Okay. Nee, ich lasse das nochmal mit dem Catsuit. So. Okay. Scheiße. Ah doch, ich sollte sie eigentlich nehmen. Ja, eigentlich schon. Egal. Erstmal nicht. So. Und friss, 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 friss. Super. Super. So. Ach du heilige Scheiße. Natürlich rutscht er da runter. Natürlich fällt er da so billig runter. Natürlich. Ach Gott. Ach Gott. So, komm her, Pflanze. Und jetzt irgendwie da rein. Okay. Kann die Pflanze von da nehmen? Ich weiß es nicht. Oh Gott! Okay, so. Kein billiger Tod. So. Und ja, das ist doch gemein hier. Okay, egal. Egal, egal. So, immer in der Mitte bleiben. Immer in der Mitte bleiben. So, und jetzt hier ran. Jawohl. Okay, und auch hier in der Mitte bleiben. Und da... Am Ende bin ich sicher. Okay, da muss ich hin. Da muss ich hin. So. Und ja. Hier bin ich sicher. Jawohl. Und jetzt friss, Pflanze, friss. Friss, schneller! Friss alle auf. Friss alle auf. Warum frisst die nicht so schnell? So, jetzt komm. Ja, komm, komm, friss. So, die 5 kriegst du jetzt. Okay, jawohl. Jetzt kann ich eigentlich schon drüber springen. Aber ich warte noch lieber ab. Weil, ja, die Zeit könnte dann durchaus irgendwann ein Problem werden vielleicht. Aber mal gucken. Ach, ich krieg hier nur Münzen. Okay. Gut. Ich glaube, jetzt brauche ich die Pflanze nicht mehr. So, weg mit der. Ich hoffe, ich brauche sie nicht nochmal. Scheiße. Egal. So, und was ist das denn für ein Scheiß? Ich nehme jetzt die Katzensuite mal. So. Ich will auch irgendwann fertig werden. So. Okay, Plattform, komm her. So. Okay. 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 Ja. Okay. Okay. Haha, okay. So. Und was ist denn das jetzt? Okay. Aber. Kann ich auf die drauf hüpfen? Ich glaube schon. Okay. Okay. Kann ich? Ja, ich kann. Okay. Okay. Scheiße. Oh Gott. Okay. 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 Okay, okay, okay. Okay. Okay, okay, das war perfekt, das war perfekt. So, und jetzt? Oh Gott. Okay, okay, einfach A gedrückt halten. Jawohl! Okay, und Wasser. Okay, 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 scheiße. Okay, schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ah, das vorhin war da echt das Schwierigste hier. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich nach vorne rausgehen kann. Von daher halte ich mich mal seitwärts.
So, das kriegen wir doch jetzt hin. Das kriegen wir doch jetzt hin. Okay, komm. Schwimm doch schneller hoch! Oh mein Gott. Okay. Also so, geh hoch und wieder runter. Wieder runter. So, und nichts nach vorne schwimmen. Bloß nicht nach vorne schwimmen, Mario. Please not! Runter. Ach, scheiße! Ah, das schaffe ich nicht, das sehe ich jetzt schon. Das schaffe ich nicht in dem Versuch. Nee, wahrscheinlich nicht. Mal gucken. So, und jetzt, ja genau, runter. Und jawohl. Und was kommt jetzt noch? Ach ja, genau, so ein Run. 140 Sekunden noch habe ich noch. Und ich glaube, ich sollte beim nächsten Versuch dann nicht so viel trödeln. Mal gucken, ob ich, vielleicht schaffe ich es ja. Ne? Man kann ja nie wissen. Ah, oh, das ist doch jetzt zu extrem. So, ja, hier drüber, jawohl, okay. So, und nee, da sind zu viele Leute. Zu viele Dinger. Okay, gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Du heilige Scheiße. Okay, oh mein Gott. Immerhin bin ich jetzt groß hier. Oh Gott. So, mal schauen, ob das was wird hier. Okay, so, hier drüber. Nein, hä, wie soll man da ausweichen können? Das geht doch gar nicht. Ach man. So, okay. Gut. Okay. Ja, okay, vielleicht doch. Okay, Stern ist kein Problem. So, nochmal zurück. Oh Gott. Okay. So, man kann ein bisschen sich drehen. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. So. Okay. Oh, Schlüsselmünzen. Oh mein Gott. So. Okay. So. Ja. Ach komm, nee. Scheiße. Aber ich glaube, beim nächsten Versuch habe ich's. Glaube ich. Oh Gott. Ist das anstrengend hier. Bis gleich. Und ich hole mir nochmal eine Katze. Das gibt's doch nicht. Und ich kann hier meine Katze nicht auspacken. Scheiße. So, hier. Oh Gott, nimm doch die Katze. Scheißdreck, ey. Verdammt nochmal. Das war so ein guter Run. Okay, jetzt komme ich super durch, jawohl. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden, sorry, oh Gott. So, und jetzt nicht blöd runterhüpfen! Mario, mach keinen Scheiß und gib mir die Katze, jawohl. Und wo sind die Münzen noch? Da. Jawohl, und auf der anderen Seite, denke ich, jawohl. So, ich lass mich treffen, okay. Und geh rein! Und ist jetzt das Ziel da? Ja, ich glaube schon, aber die Zeit, auf die muss ich aufpassen. So, ich glaube, hier kann ich nicht sterben, ne? Oh Gott. Habe ich's geschafft endlich? Ach du heilige Scheiße! Okay, ich denke, mit ein bisschen Übung kann man das auch noch komplett ohne Power-Up schaffen. Aber, ja, ich bin jetzt froh, dass ich das, Alter, ohne Tanuki geschafft habe. Krasser Shit. Ich denke mal, jeder andere, der das Let's Play, der holt einfach einen Tanuki und dann ist er recht schnell durch. Hätte ich auch machen können, aber nein, ich habe nicht aufgegeben, ne, da wollte ich auch die Herausforderung haben, ja, und, ja, hier ist das Ziel, Gott sei Dank. So, und ich habe sogar Zeit, mir die Münzen noch zu holen, jawohl. Ach Gott, ja, man muss nur an sich glauben und dann schafft man alles, ne, hallo Plessy, ich kann dich streicheln, ne, oh, ja. Jetzt kommen noch Münzen raus, oder? Ja, ich will alle Münzen hier haben, please, jawohl. Oh, ne, die hintere Münze, die nehme ich nicht. Oder komm, ich riskier's, auch wenn ich hier sterbe. Nee. Ich glaube, der Blessi, der würde mich runterhauen. Ach Gott, und da ist der Stempel. Ah ja, genau, einen Stempel gibt's auch noch. Ja, so ganz nebenbei. Und die goldene Fahne. Die goldene Fahne sollte ich natürlich auch erwischen, aber ja, das war kein Problem mit dem Weitsprung. Heilige Scheiße. Das war krass. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich da gesessen habe. Und hauptsächlich wegen diesem einen Sprung, ne? Der eine Sprung, ne, das war der schwierigste von allen. Aber das Timing ist da halt extrem krank. Aber wenn man es einmal geschafft hat, dann schafft man es eigentlich relativ schnell wieder. Also das ist krank. Okay, krasser Shit. So, aber das Projekt ist noch nicht ganz beendet, denn eine Sache gibt es noch. Und, yo, nämlich diesen Goldzug. Ne, den habe ich mir so lange vorgeschoben und das soll kein richtiges Level sein. Ich denke mal, das ist so eine Art Statistik. Und das gibt's hier. Hier gibt's den Goldzug. Oh mein Gott. Hier irgendwo, ne? Hier kann man eine geheime Röhre aufzupfen. Jawohl. Und, ach Gott. Ich bin einfach nur glücklich. Und kann jetzt eigentlich in Ruhe sterben, ne? Eigentlich schon. Und gibt's zwei Röhren? Wo führt die hin? Ach so, die führt hier hin. Okay. Ja, aber die war vorher noch nicht da. Nee, die hat Mario auch von dieser Seite natürlich aufgezupft. Ach Gott. So, aber jetzt müsste hier der Goldzug eigentlich sein.
Jawohl, der Goldzug. Jawohl. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. So. Phew. Und ja, dass es kein richtiges Level ist, wusste ich schon, weil ansonsten hätte ich das noch für die Kronjuwelenwelt gebraucht. Aber nee, der ist optional. Und es ist doch ein Level. Okay. Ach, ein rein... okay, das ist ein... Anscheinend ein reines Geldspiel. Ein reines Geldlevel. Ja, das hat sich Mario auf jeden Fall verdient, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und man kann in den Panzer rein. Ja, und dann kann man irgendwie noch irgendwelche Dinge machen, aber... Egal. Oh Gott, nein. Bloß jetzt nicht sterben, Mario. Das wäre ultra blöd. So, oh Gott, ja. Das ist doch die schöne Belohnung für diese ganzen Strapazen in den letzten zwei Parts. Das war krass. Aber ich bin wirklich stolz drauf, ohne Tanuki das gemacht zu haben. Jawohl. Auch wenn dieser Sprung wirklich ultra, ultra krank war. Jo, und ich würde sagen, hier ist das Ende, oder? Wahrscheinlich. Da ist noch Captain Toad. Ja, der ist ja auch überall. So, hat der noch was für mich? Nö, nur noch einen Schalter. Okay, aber... Okay, da spritzen die Münzen raus. Jawohl. Ja, ich würde sagen, Mario hat sich auf jeden Fall jetzt ordentlich eine Belohnung verdient. Jawohl, von Peach. Vielleicht auch von Rosalina. Ja, bestimmt auch von Rosalina. Und ach so, hier gibt's auch noch was. Oh Gott, und ja, das Projekt war wirklich krass. Danke an alle Zuschauer. Vielen, vielen Dank an alle Daumen-Hochgeber, an alle Kommentarschreiber. Oh mein Gott. Kranker Shit, kranker Shit. Aber jetzt ist es vorbei. Und ja, ein neues Projekt wird kommen. Wahrscheinlich am Samstag. Mal gucken. Und ja, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Und das wird sicherlich auch ein schönes Projekt. Und ja, ich bedanke mich. Und jo, wir sehen uns dann im nächsten Projekt oder im nächsten Mario Maker Part oder im nächsten Stream. Und ja, bis dann, euer BlueX2 und ciao!